Man sollte auf jeden Fall hier mitmachen. Es lohnt sich. Es ist kostenlos. Als ich davon erfahren habe, dachte ich, ich hätte keine Zeit. Das hat mich ziemlich geärgert, aber dann hatte ich doch Zeit und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut. Hier sind super nette Leute, man kann immer Fragen stellen, es ist eine schöne Atmosphäre. Ich bin jetzt bei den Kulturgesellen gelandet. Das ist ein Projekt, wo man quasi selbst seine Kreativität freien Lauf lassen kann. Und wir haben zusammen ein Musical auf die Beine gestellt. Ich bin hier bei einem Nähkurs von den Kulturgesellen. Und ich möchte mir hier einen Pulli nähen. Als ich das gehört hatte, fand ich das schon sehr interessant und dachte mir, ich habe eh nichts zu tun. Da kann ich ja mal mitmachen. Das ist nicht so wie in der Schule oder so, aber man hat halt, ja, man lernt halt trotzdem was und bekommt Unterstützung und so. Ich muss jetzt nicht nach Vorlagen oder so arbeiten. Etwas Großes zu schaffen, worauf man selbst stolz sein kann. Es gefällt mir echt gut und es macht auch sehr viel Spaß. Hier bin ich heute im Kreishaus in Höxter und hier wurden von den ganzen Kulturgesellen wurden die verschiedenen Projekte vorgestellt. Nach den 2 Wochen natürlich will man dann, was man sich hart erarbeitet hat, natürlich auch auf die Beine stellen und dann zeigen, was man kann. Hier das dann heute zu präsentieren und auch noch mal so ein bisschen tiefgründiger zu erklären, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht und worum geht's. Das war auch wirklich schön. Hätte ich das jetzt alleine zu Hause gemacht, dann hätte es natürlich meine Familie gesehen, die hätten sich auch gefreut, aber so ist das nochmal so ein bisschen, es geht nochmal in die Runde so. Das ist schon eine sehr gute Wertschätzung, ja. Oh, Kulturgesellen in einem Wort. Das ist eine gute Frage. In einem Wort? Kreativ. Experiment. Kompetenzerweiterung. Spaß. Personalität. Eine bunte Wundertüte mit vielen Möglichkeiten. Ja, also als erstes meldet euch natürlich erstmal an. Traut euch einfach mitzumachen. Es lohnt sich. Und dann, ja, habt einfach Spaß. Ich bereue es auf jeden Fall nicht.